Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Replay Super Meat Boy. Heute bin ich mal alleine und das heißt, wir können heute mal ein bisschen produktiver sein mit Meat Boy. Es ist Todesfrüh. Ach ja, hier waren wir. Todesfrüher Morgen und ich habe nicht geschlafen. Von daher werde ich failen ohne Ende und vielleicht irgendwann ein bisschen ungesprächig werden. Ich habe keine Ahnung. Ich hasse diesen Hurensohn, ne? Alter, ich hasse dieses Spiel so maßlos. Tut mir nochmal leid für die Verpeiltheit im letzten Part. Ich war ein bisschen behindert. Aber es wird heute nicht besser sein, weil. Habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Es ist gerade 9:33 Uhr. Sehe ich gerade nebenbei auf meinem offenen Timer. Und. Ah, Nase juckt, warte. Nein! Ich habe keine Ahnung, mein Mikrofon noch nicht eingestellt. Ich habe gestern eine Aufnahme Cry of 4 gehabt mit dem Herrn Kishi LP. Also, die ging bis gestern. Vorgestern angefangen, gestern aufgehört. Eine Aufnahme über 4 Stunden. 9 Parts haben wir aufgenommen, glaube ich. Ja, genau, 9 Parts haben wir aufgenommen. Und zwischendurch halt noch. Nein! Alles so gut wie möglich überstanden. Ich bräuchte gerade echt einen Kaffee. Aber ich habe gerade keine Zeit mehr, einen zu machen. Habe auch keinen Bock, ganz ehrlich gesagt, in die Küche zu latschen. Ah, das ist eine andere Wand. Ich sehe das übrigens alles nur mit 10 FPS höchstens. Weil mein Gehirn einfach gerade noch nicht mehr schalten kann. Falls ihr euch wundert, warum ich faile. Ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Part hochladen werde. Ich werde wahrscheinlich nichts schaffen. Also wenn ich kein Level schaffe, dann lade ich das vielleicht mal als Special hoch oder so. Ach ja, apropos Thema Special. Ich habe jetzt 30 Abonnenten. Ach, oh, scheiße. Dazu kommt noch kein Special. Das erste Special wird vielleicht ab 50 kommen. 50, 100, 200, 500. Mal schauen. Und ich habe heute wieder mal, naja, was heißt wieder mal, zum vierten oder fünften Mal auf meinem Kanal inzwischen schon, einen Kommentar gesehen, der sich mir auf meinem Kanal überhaupt nicht erschließt. Thema, was andere große, also nein, nicht andere große, was große Let's Player auch schon mal oft angesprochen haben, nämlich Werbung unter Videos. Und das war jetzt noch ein sehr netter Werber, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er werben wollte, besser gesagt geworben hat. Jetzt nicht unbedingt mit hier, hey, geh auf meinen Kanal oder ich will ja keine Werbung machen oder so, wobei ich das auch schon hatte. Was ganz komisch ist, weil ich habe doch keine Reichweite. Was erhofft man sich denn von mir? Ich meine, ich habe jetzt 30 Abonnenten. Als es angefangen hat, hatte ich so 20 vielleicht. Und auf meinen Videos höchstens 3, 4 Klicks. Nein! Also doch. Naja. Und jedenfalls wurde mir heute von einem Herrn, der über 400 Abonnenten hat, auf den Kanal geschrieben: Hey, coole Videos, die du da machst. Schau doch auch mal bei mir vorbei oder sowas. Ich weiß es, ich habe es gerade gar nicht mehr ganz genau im Kopf. Wenn ich ganz toll bin, blende ich es euch vielleicht ein. Mache ich sowieso nicht, wieso erzähle ich sowas? Ja, und ich wollte einfach mal fragen, wenn du das hier siehst, was hast du dir davon erhofft? Du hast ja jetzt nicht gesagt, schaut alle auf meinen Kanal. Du hast nur gesagt, schau mal auf meinen Kanal. Also mich als Einzahl gesehen. Ich habe auf seinen Kanal geschaut, aber ganz schön. Ich habe jetzt nicht abonniert, weil ich es jetzt nicht so toll fand. Aber ich fand es ganz gut. Ich werde den Namen jetzt auch nicht sagen. Ich werde den Namen, wenn ich dran denke, schwarz ausfärben, wenn ich es denn mal dran denke, es zu screenshotten und zu zeigen. Aber ich verstehe halt wirklich nicht, was sich Leute davon erhoffen. Willst du dann wirklich ein einzelnes Abo? Nur von mir? Oder
warst du darauf aus, dass zwei Leute, die mein Video sehen, deinen Kommentar lesen und auch auf deine Seite gehen? Er hat das sogar ganz mit Link gemacht, sowas habe ich noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow. Nein! Naja, und von daher, das war schon. Ah, meine Nase juckt. Nein, ich sterbe schon wieder. Das war bisher. Ich hatte das schon drei oder viermal, auch schon zweimal von dem gleichen Typen, von dem Freddy es auch hatte. Ich glaube, von dem habe ich sogar geblockt. Von dem, der es jetzt gemacht hat, habe ich es nicht geblockt, weil ich keine allzu böse Art der Werbung. Ich habe es nicht allzu nervig empfunden. Ja, ich will ja nicht nerven. Und ich weiß, dass Eigenwerbung stinkt, aber wie will man denn anders groß werden auf YouTube? Dann frage ich doch einfach mal, warum will man denn unbedingt groß werden auf YouTube? Man kann jetzt nicht mehr mit YouTube groß werden. Man kann mit YouTube nicht mehr unbedingt sein Geld verdienen. Dafür brauchst du schon was sehr, sehr Spezielles. Ich meine, das schaffen die wenigsten jetzt noch. Und die haben halt wirklich ein geiles. Nein, WhatsApp. Die haben halt jetzt wirklich noch ein geiles Konzept. Ich werde hier total failen. Naja. Ist man jetzt nicht anders gewohnt von mir? Oh Gott, meine Freundin hat mir gerade geschrieben, ich kann gar nicht leben. Nee, gar nicht wahr. Jetzt bin ich verwirrt. Warum schreibt sie mir? Nichts. Also, egal. Ja, Leute, wenn ihr Eigenwerbung unter irgendwelchen Videos schreibt, das sagt jeder große Let's Player. Die meisten, also ich kenne keinen großen, der mit Eigenwerbung groß geworden ist. Die sagen alle, ey, kommt, ihr versaut euch damit euren Kanal mehr als alles andere, weil solche Leute mag eigentlich niemand. Mir mit inbegriffen, zumindest. Ah, oh, fuck! Ah, ich krieg das heute nicht hin. Zumindest nicht, wenn der Kanal jetzt. Also wenn er jetzt nervige Werbung macht, jetzt so zum Beispiel, ja, ihr schaut auf meinen Kanal, ich mache ganz tolle Videos von das und das. Oder so, oh, ja, tolle Folge, Minecraft, ich mache auch Minecraft-Videos. Ja, jeder macht Minecraft-Videos, also halt die Fresse. Juckt doch kann, ich habe auch Minecraft-Videos gemacht. Die sogar erstaunlich viele Klicks haben, meiner Meinung nach. Ich schweife ab. Naja, ich springe halt echt beschissen. Ich sollte nicht einfach nur springen. Ich habe eben die ganze Zeit, als ich es geschafft habe, einfach nur in irgendeinem Moment gesprungen und ich habe mir nicht gemerkt, in welchem Moment das war. Nein, in dem nicht. Unterm Schacht also auf jeden Fall. Ich sag unterm Schacht und springe wieder am Schacht, aber das war jetzt halbwegs richtig sogar. Gleich, du dreckiger Hurensohn. Naja, und wie gesagt, ich wollte es nur mal ansprechen, das Thema, und mal fragen. Wie gesagt, das haben jetzt mindestens vier Kommentare. Ich weiß nicht, ob es auch vier verschiedene Leute waren. Also einmal war es auf jeden Fall zweimal der gleiche. Und zweimal war es der gleiche, nicht einmal war es zweimal. Wie gesagt, viel zu früh am Morgen nach durchgemachter Nacht. Ja, und am Schacht springen, du Wichser. Ich habe mich gerade übrigens selbst als Wichser beleidigt. Danke dafür. Und mich selbst. Ah, fuck it. Und mit etwas Glück kommt demnächst mal ein neues Minecraft-Projekt, weil ich extrem Lust gekriegt habe, als ich gewisse Videos gesehen habe. Ich habe eine Nacht durchgemacht, indem ich aufgeräumt habe, bisschen Berichtsheft geschrieben habe, was ich übrigens noch viel zu viel muss. Aber psst, erzähl's keinem. Und erst Navy CIS, die vierte, warte, ich guck mal kurz. Die vierte Staffel geguckt habe, 4.1 und 4.2. Und nachdem ich die beiden durch hatte, ja, ich habe heute Nacht eine Staffel komplettes Navy CIS geguckt. Ja, übertreib doch noch mehr, du Wichser! Oh! Ich hab so Kopfschmerzen, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie lange mein Terminal noch geht, warte mal. 7 Minuten, das ist eng. Fast so eng wie ihr Arsch. Was? Nein! Da muss ich eine Millisekunde warten. Scheiße, da war ich nicht lang genug gesprungen.
Ja, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich auch keinen großen Bock, noch einen Part aufzunehmen, wegen der extremen Müdigkeit und weil ich alleine bin. Ich nehme ja allgemein nicht gerne alleine auf. Ich bin ja jemand, der selbst storylastige Spiele zu zweit aufnimmt, weil ich einfach gerne einen Kommentator dazu habe, weil ich mich alleine selbst nicht so unterhaltend finde, wie wenn ich jetzt noch jemanden dabei habe, wie zum Beispiel Kirschi. So komisch das auch. Ich kann jetzt gerade nicht mehr springen. Alter! Ja, du! Spring doch einfach nie wieder, Meat Boy! Hurensohn! So komisch es jetzt auch gerade klingen mag, aber ich kann nicht reden und gleichzeitig springen. Sorry. So komisch es auch gerade klingen mag, aber ich finde mich selbst ja nicht mal so unterhaltsam, wie Kishi mich findet. Aber, ich kann alleine einfach nicht so gut spielen. Ich bin so ein Mensch, der macht am liebsten 10 Millionen Sachen gleichzeitig. Ach komm! Also nicht ihr jetzt. Und ich habe halt auch. Dadurch kam ich eigentlich überhaupt aufs Let's Playen, aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb habe ich gerne Freddy oder Kirschi oder sowas dabei. Oder selbst meine Freundin im letzten Part, meine Nase juckt heute. Unerträglich, ne? Von daher deshalb mache ich sowas. Mit Kommentatoren. Ich habe mir sogar schon überlegt, mir irgendwie mal zu gucken im Internet, ob es nicht so ein Sprachbot gibt, mit dem ich einfach die ganze Zeit reden kann. Sowas wie Cleverbot, nur jemand, der halt einem auch über Sprachsteuerung durchgehend antwortet. Dass ich dann wirklich mit dem mal so in einem Super Meat Boy Part oder von mir aus auch in einem Minecraft Part oder sowas, halt in einem nicht so storylastigen Spiel, wo ich einfach dann die ganze Zeit drauf gehe, spreche. Habe ich mir wirklich schon überlegt, wäre eine coole Idee. Nein! Also doch, es wäre eine coole Idee. Aber hatte ich bisher noch keine Permissions zu was? Vorgestern nach der Cry of 4 Aufnahme mit Kishi noch extrem lustige Sachen gemacht. Die ich jetzt nicht so ganz aussprechen darf, weil ich glaube, naja, doch, es ist egal. Wir haben. Ich weiß nicht, einige von euch kennen vielleicht den Chat Knuddels. Das sind so Pedos auf der Suche nach kleinen 12-jährigen Mädchen und vor allem auch Jungs. Und bumsen die dann danach halt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht politisch korrekt, was ich hier rede, aber wen juckt es eigentlich? Naja, und jedenfalls gibt es dann halt so Leute wie uns, die sich Fake-Accounts machen und andere Leute verarschen. Und zwar so derbe, dass diese Leute wirklich. Das ist teilweise so lustig. Also, wenn ihr mal eine Nacht lang Langeweile habt und auf was richtig Dummes aus seid, dann macht ihr einfach. Dann erstellt ihr euch einfach Fake-Accounts bei irgendwelchen Chat-Spielen oder was auch immer Knulz ist. Und fake da Leute. Also, dann verarscht da Leute. Ich hatte überlegt, davon ein Video hochzuladen, aber ich habe Angst, dass ich dann alle Bilder zensieren muss. Weil die Leute laden da teilweise halt Profilbilder von sich hoch. Das finde ich ein bisschen affig zwar. Aber. Nein! Dadurch wirken halt manche Leute echt oder echt her, wenn es Fakes sind, so wie wir. Und andere Leute glauben es eher, aber ich habe es geschafft, ohne Bild der meistgerankte da zu sein, sozusagen. Also der meistgeklickte, sage ich jetzt mal. Man kriegt dann immer Nachrichten, wenn Leute auf sein Profil schauen und ich war echt gut mit dabei. Und das hat mich echt gewundert, weil ich kannte dieses Spiel halt überhaupt nicht oder dieses Chatprogramm. Das ist ja eigentlich kein Spiel. Und Kirschi meinte dann einfach so, hey, lass auf Knuddels Leute faken, Leute verarschen. Das haben wir dann halt gemacht und ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich es einfach als Video mal hochlade. Wie wir so eine Scheißaktion machen, weil ich das echt lustig fand. Wobei das dann halt auch wieder gegen perverses, also mit perversen Sachen zusammenhängt, mit perversem Gespräch. Werden teilweise echt harte Gespräche geführt. Mit irgendwelchen, also. Ich lade da vielleicht einfach mal ein Video zu hoch. Ich frag mal Kirschi, wie das ist und rede mit meinem Anwalt und dann schauen wir mal weiter. Scheiße. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich. Nein, nicht in die Made springe? Was passiert eigentlich, wenn ich. Nein, nicht in das Salzbecken davor springe? Was passiert eigentlich, wenn ich. Nein, das funktioniert nicht, okay.
ja, ich kann gerade nicht schreiben, tut mir leid. Es wäre halt einfach lustig, das mal hochzuladen, wie man andere Leute verarscht. Ja! Oh Gott, ein Level geschafft, wenigstens eins. Ich habe noch 1 Minute 38. Gucken wir uns das andere Level doch wenigstens mal an. Kann man das überhaupt schaffen? Okay, das ist schwieriger, als es aussieht wahrscheinlich. Ich schätze auch eher mal, das funktioniert so. Ja, das funktioniert so. Dann schauen wir uns das Level nochmal ganz kurz an. Und dann beenden wir auch gleich den Part. Da war ich nicht lange noch auf diesem Schwebeding. Und dann sage ich mal jetzt schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen aktiver auf Facebook zu sein und auch mal bei Twitter was zu posten. Habe ich heute sogar schon gemacht. Und zwar ein Push mit 30 Abonnenten drauf. Danke für diese tolle Zahl schon mal im Voraus. Für mich ist das echt schon ein großer Erfolg. Ich meine, ich habe in 2 Monaten 10 Abonnenten dazu gewonnen. Ja, kommt schon hin. Obwohl ich diesen Monat weniger Videoaufrufe hatte als letzten Monat. Ja, ich folge das schon. Und habe ich echt gefeiert. Also ich bin echt jemand, der feiert sowas. Ich finde das toll. Ich will jetzt nicht unbedingt Reichweite erreichen. Ich mache ja auch Reichweite erreichen. Ich mache ja auch keine Videos und keine Werbung unter meinen Videos. Und das war's mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder in diesem Level. Tut mir leid, dass ich dieses Mal nur ein Level geschafft habe. Und macht's gut, Leute. Ciao. Ich glaube, ich habe schon vor dem Ciao beendet. Dann tut mir das leid. Tschüss.